Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's wieder, euer Alex, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Wie ihr sehen könnt, geht's heute wieder um die Amazon Prime Days, die ja am 12. und 13. schon nächste Woche stattfinden. Und wie ihr davon profitieren könnt, wie ihr richtig coole Schnäppchen bekommen könnt, um diese dann weiter zu verkaufen zu teureren Preisen, das erfährst du in diesem Video. Viel Spaß, bleibt unbedingt bis zum Schluss dabei. Ja, Freunde, es ist bald soweit. Die Amazon Prime Days finden schon nächste Woche statt und Amazon hat bereits jetzt schon einige Deals veröffentlicht, die super interessant sind zum Weiterverkaufen. Und wer hier bei mir im WhatsApp-Verteiler drin ist und das Ganze kostenlos nutzt, um hier die super Deals zu bekommen, der weiß schon, dass hier Amazon was rausgehauen hat. Falls du natürlich auch solche Deals bekommen möchtest, die ich dir gleich im folgenden Video auch noch zeigen werde, wie profitabel du Produkte günstig kaufen kannst, um diese dann teurer auf anderen Marktplätzen, aber auch auf Amazon selbst weiter zu verkaufen, melde dich dazu gerne an. Ich habe dazu unten in der Videobeschreibung den Vorgang, wie du dich für den kostenlosen Newsletter registrieren kannst, um hier das Ganze unverbindlich und kostenlos zu nutzen. Ganz wichtig, du musst meine Telefonnummer bei dir in deinen Kontakten speichern, nur so kannst du deine Deals erhalten. So, falls du auch neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren genau solche Themen wie das Thema Reselling, Arbitrage und viele andere Sachen, dann abonnier doch gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Und ja, lass uns mal schauen, was hier Amazon schon gezeigt hat. Die ganzen Alexa- und Amazon-Geräte sind jetzt schon im Sale. Ihr seht es hier, teilweise hier 55% und mehr habt ihr hier Rabatte. Einige Sachen sind schon ausverkauft, tatsächlich, habe ich schon gesehen. Und ja, die Leute greifen natürlich hier zu, weil es halt sehr, sehr profitabel ist, genau jetzt zu dem Zeitpunkt das Ganze zu kaufen. Denn Amazon, man weiß ja, so ein bisschen Wachstumsängste sind da. Ich denke, dieses Amazon Prime wird super, super profitabel für alle, die Reselling betreiben und gerne hier Produkte flippen möchten. Deshalb sei auf jeden Fall dabei und verpasse diese ganzen Sachen nicht. Ich werde am 12. und 13. natürlich für euch dabei sein und hier alle profitablen Deals hier an euch weiterleiten. Lass uns mal schauen, was die letzte Woche oder die letzten zwei Wochen so an Deals auch da gewesen ist. Und zwar, es waren einige Uhren dabei, wie ihr zum Beispiel auch hier sehen könnt, eine Citizen Uhr, die für 99 Euro zu haben war. Ich schaue nochmal, ja genau, 97,17 Euro, genau hier war das. Dann gab es die mal für 99 auch noch und jetzt ist der Preis auf 176 gestiegen und hält sich sehr stabil. Bei Amazon waren, bei eBay waren Vergleichspreise von 170 Euro, also ein möglicher Resellergewinn von 30 bis 40 Euro sogar. Also sehr, sehr profitabel meiner Meinung nach und deshalb hat es sich hier gelohnt. Stand jetzt ist der Preis wieder gestiegen und sieht wohl nicht so aus, als wenn er nochmal nach unten fallen würde. Schauen wir uns das nächste an, und zwar ein Gaming-Headset und den gab es für 49,99 €. Ihr seht es hier jetzt für 72,90 € wieder nach oben gestiegen, und zwar war das hier genau dieser Punkt. Also ich kann mich nicht erinnern, das war der Bestpreis. Dieses Headset hat schon mal 99 gekostet, dann ist es hier auf 72,90 € gegangen. Ist immer mal wieder hoch und runter. Stand jetzt ist es hier bei 72 Euro und man kann es recht profitabel weiterverkaufen. Ein möglicher Resellergewinn auch hier war 10 bis 15 Euro. So, gucken wir uns mal das nächste an. Und zwar so eine Stichsäge. Gab es für 29 Euro und ihr seht es hier, die gibt es immer noch für 29 Euro. Also hier ist der Preis tatsächlich gefallen, aber er war mittlerweile auch wieder gestiegen. Ihr seht es hier, für 43,90 € gab es das Ding wieder. Stand jetzt wieder bei 29, also wer möchte, kann hier nochmal zugreifen, denn vergleichbare Preise gab es hier bei, zu dem Standpunkt, wo ich das veröffentlicht habe, bei eBay für 60 Euro, bei Idealo für 61 Euro und stand jetzt hier bei einem Händler für 49 Euro ist der nächste Preis. Also, man könnte durchaus auch wieder für diesen Preis kaufen. Wer möchte, kann hier natürlich dabei sein. Wer nicht, der lässt es einfach. Ganz einfach, weil, ich sag mal so, der Preis ist recht gut für so eine Stichsäge. Aber muss man natürlich selber kontrollieren und gucken. So, kommen wir zum nächsten Deal. Und das war ein bombastischer Deal. Also,
Das ist hier ein Amazon-Tisch. Man kann es echt Amazon-Tisch nennen, weil das wurde von Amazon verkauft selbst. Ihr seht es hier, Amazon selbst bietet das jetzt für 231 an. Der nächste Händler bietet es hier für 219 Euro an. Man denkt hier, es ist nur der Tisch. Nein, es ist tatsächlich der Stuhl, der Tisch, die Lampe. Diese Lampe ist multifunktional. Das bedeutet, ihr könnt hier verschiedene Stufen von Licht einschalten. Dann habt ihr sogar die Möglichkeit, diese Lampe mit Alexa zu verbinden. Und ich glaube, es ist sogar möglich, dass man hier sein Telefon auf der Fläche da unten auf dem Fuß aufladen kann. Also alleine diese Lampe würde schon 30 Euro kosten oder so, ja. Dann habt ihr hier so ein Stativ für euer Tablet oder Laptop und ihr habt hier noch so eine Mauspad, großes Mauspad für Tastatur, Maus, wie ihr möchtet. Und an den Seiten seht ihr hier nochmal solche Fächer aus Filzwolle, wohl für Dokumente und so weiter. Also, dieses ganze Paket gab es für sage und schreibe 61,69. Es ist nur der Stuhl, ja. Über Qualität kann man sich natürlich streiten, dass hier die Qualität vielleicht nicht die beste ist. Aber ganz ehrlich, für 61 Euro dieses ganze Paket, wer das übrigens bekommen hat, schreibt mal unten in die Kommentare, ob auch wirklich alles angekommen ist, wie die Qualität dieser Produkte ist und ob du schon bereits was weiterverkaufen konntest. Das würde mich mal freuen, das zu erfahren. Also gefunden habe ich dazu keine vergleichbaren Preise, aber ich habe dieses Produkt auch für den eventuellen Privatgebrauch einfach gepostet, um hier vielleicht so ein Starter-Set an Arbeitstisch schon mal zu haben, um hier richtig cool Reselling, Arbitrage und so weiter zu betreiben. Ja, ihr seht es hier, gerade jetzt der Preis wieder über 200 Euro. Hier genau da war das nämlich bei 61,69. Da habe ich es mit euch geteilt. Und das Ding kam nochmal zurück auf diesen Preis. Aber jetzt, Stand jetzt, bleibt es natürlich hier über die 200 Euro. Und ich denke, so schnell kommt es nicht wieder zurück. Gucken wir mal den nächsten Deal an. Und zwar ist das so eine Doppelschubladenbox, Werkzeugbox. Ja, sieht sehr professionell aus, hat auch dementsprechend gute Bewertungen, wie ihr sehen könnt. Gab es für 33,85. Ja, man könnte denken, sehr viel Geld für so ein Produkt, aber es ist wohl was sehr Solides und von der Qualität was sehr Gutes. Dementsprechend hat es seinen Preis. Hier vergleichbare Preise waren bei Idealo für 55, bei eBay für 63, also möglicher Resellergewinn von 10 Euro. Auch hier ist der Preis wieder gestiegen. Ihr seht es hier. Genau da gab es das Produkt. So, dann haben wir die nächste Uhr. Und zwar haben wir hier wieder eine Sittensinn-Uhr. Gab es für 205,73 Euro. Und ihr seht es hier, eben mal auf 160 Euro wieder gestiegen. Also plus 365 kostet die jetzt. Und genau zu diesen Momenten habe ich die hier mit euch geteilt. Ich kann das Ganze mal nochmal zoomen und zwar genau da gab es die. Möglicher Resellergewinn 40 bis 80 Euro sogar tatsächlich. Also es ist natürlich unterschiedlich, wie man es verkaufen kann und vielleicht wo, aber vergleichbare Preise gingen hier bei eBay ab 299 Euro los. Dementsprechend sehr, sehr profitabel diese Uhren. Sittensen weiß ich auch selbst, dass das sehr solide Uhren sind. Und sehr qualitative Uhren und sehr auch sehr, sehr wertstabil. Kommen wir zur nächsten Uhr. Und zwar war das auch wieder eine Citizen-Uhr. Die gab es für 143,10 Euro. Quasi hat sich mal verdoppelt wieder, ja, für knapp 300 Euro. Möglicher Resellergewinn, ich habe die Spanne immer ganz weit gesetzt, von 30 bis 60 Euro. Also eigentlich noch mehr realistisch. Und ihr seht es auch hier, gab es die immer mal wieder diese Gaps nach unten. Und ja, Stand jetzt geht es nur nach oben. Und ich denke, das bleibt auch so. Wer hier zugegriffen hat, hat natürlich alles richtig gemacht. Das sind sehr solide Uhren, dementsprechend verkaufen die sich sehr gut. Besonders jetzt, wenn man die liegen lässt zum Weihnachtsgeschäft, wird man sie sicherlich los. So, das war's erstmal. Wie gesagt. Bleibt dabei, seid auf jeden Fall dabei am 12. und am 13. Falls ihr die Deals nicht verpassen möchtet,
gerne unten in der Videobeschreibung nachschauen, wie ihr hier für den kostenlosen Newsletter, egal ob per WhatsApp oder Telegram, dabei sein möchtet. Ihr müsst keine Daten weitergeben, das Ganze ist datenschutzkonform und du kannst dich jederzeit auch abmelden, wenn du das nicht mehr bekommen möchtest. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Das würde mich freuen. Und sonst alles Gute und bis zum nächsten Video. Ciao.